Der Sommer macht in dem Fall nur eine kurze Pause. Und wenn auch Sie eine Pause vom Alltag brauchen und in eine andere Welt eintauchen wollen, habe ich Ihnen einen guten Tipp, nämlich das Crime Scene Game. Das ist ein neues Spiel, wo man von außen einen spannenden Mordfall löst. Unsere Reporterin Vanessa Kobelt schlüpft in die Rolle der FBI-Agentin Eva Ramelli. Ob sie den Mörder auch findet, wir sind gespannt. Wir sind hier im wunderschönen Thurgau, mitten in Frauenfeld. Und genau hier ist der Thierry Legrand ermordet worden. Wir wissen aber nicht, von wem, wir wissen nicht, wieso und wir wissen auch nicht, wie. Und genau darum bin ich heute hier, um das herauszufinden. Für die Spurensuche kommst du eine App über auf deinem Handy, eine sogenannte Forensic Lens. Und mit dieser Lupenfunktion und der Kartenfunktion machst du dich jetzt dann auf den Weg zum Spurensuchen. Okay. Was du aber auch noch brauchst, ist selbstverständlich ein Badge, yeah, ein Agentenausweis. Heute inkognito heisst du Eva Ramelli. Also, dann würde ich sagen, legen wir los. So, ich muss jetzt einmal die Spuren sichern und die Strichcodes aufnehmen. Zack, und jetzt fotografieren. Da haben wir schon einen Fingerabdruck. Wunderbar, jetzt schauen wir mal, ob das tut mit dem Foto. Jawohl, Fingerabdruck ist drauf. Gut, nächste Spur. So, Fingerabdruck, Fußabdruck und Ring gespeichert im Handy. Weiter geht's. So, wir sind wieder zurück in der Einsatzzentrale und da haben wir eine Kartei mit Verdächtigen. Und ich tue jetzt mal schnell die Spuren, die ich gefunden habe, checken. Ob da etwas dabei ist. Aha. Gut, der Ring ist gefunden worden. Also die Frau vom Opfer, die sieht schon mal sehr verdächtig aus. Die hängen wir jetzt hier ans Blackboard, damit ich sie auch nicht vergesse. Eva, wir haben einen Hinweis bekommen. Ein Fußgänger mit einem Hund hat etwas beobachtet in der Nähe. Und darum ist es ganz wichtig, dass du jetzt sofort dort hingehst, die Spuren verifizieren. Okay, gut. Ja, dann gehen wir. Jetzt habe ich die Koordinaten bekommen vom nächsten Punkt und die muss ich jetzt suchen. Mal schauen, ob das klappt. Okay. Ja, und irgendwo da muss jetzt ein Hinweis sein. So, jetzt scannt das Ding. Ein Fußabdruck. Gut, nächster Hinweis. Daten, die werden jetzt ausgewertet. Dann nutzen wir doch die Zeit gerade mal, um mit meiner FBI-Chefin über das Spiel zu reden. Dunja, in der Schweiz kennt man ja schon die Escape Rooms. Was ist jetzt da der grosse Unterschied zum Crime Scene Game? Vanessa, es gibt Parallelen zu den Escape Rooms, nämlich die Rätsel, die wir haben. Aber der grosse Unterschied, den du ansprichst, ist der, dass wir komplett mobil sind und dass wir mit Mixed Reality arbeiten. Das heisst, die Spuren, die man ja von aussen suchen, die findet man mittels dieser App. So, wir haben jetzt alle Spuren zusammen und es hat noch mal ein paar mehr Verdächtige gegeben, die Mörder sein könnten. Jetzt habe ich die hier, aber ich bin ehrlich gesagt immer noch keinen Schritt weiter. Jetzt muss ich die Spuren mal irgendwie verifizieren. Und für das muss ich das Schloss hier knacken. Das ist aber nicht so einfach. Und ich habe einen einzigen Hinweis, der ist hier. Mit dem kann ich ehrlich gesagt gar nicht anfangen jetzt gerade. Ich muss, glaube ich, jetzt einfach mal ein bisschen hier reinschauen. Vielleicht finde ich etwas. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben einmal da, da und da. Vielleicht bringt mir da irgendetwas. Ich weiß aber nicht wahr. Scheiße! So, jetzt probieren wir das mal. Oh oh! Es klappt. Ein Kugelschreiber. Gut, ich glaube, jetzt brauche ich einfach mal schnell die Hilfe von meiner Chefin, Dunja.
ich glaube, ich bin schon relativ weit gekommen, kann ich das so sagen? Vanessa, du bist sehr weit gekommen. Du hast sämtliche Spuren gefunden am Tatort, in der Umgebung. Du hast im Massenwartenschrank die Spuren können verifizieren. Habe ich den Mörder? Du hast ihn leider noch nicht. Ah! Für das müsstest du noch ein paar Rätsel weiterlösen, die kniffliger Art und Weise sind, aber zu viel verraten will man natürlich nicht. Das wäre natürlich schade. Aber alles in allem kann ich sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, oder? Du bist eine Top-Agentin. Ja, ich muss natürlich schon sagen, ich habe keine Chance gehabt, um das allein zu lösen in dieser vorgegebenen Zeit. Da bräuchte es definitiv noch ein paar gute Leute im Team. Dann klappt es vielleicht. Und ich kann sagen, jeder, der gerne ein bisschen verrissen ist, der gerne durch Rätsel lösen und es gerne einfach ein bisschen spannend hat, der ist hier sicher am richtigen Platz. Ein FBI-Agent war ja, glaube ich, noch nicht gewesen. Dafür Radrennprofi, Komiker, Bordellbesitzer und jetzt Bistrobetreiber im Zirkus. Es gibt fast nichts, was mein Gast bei Breu nicht ausprobiert hat. Häufig ist er sowohl privat wie auch beruflich auf die Nase gefallen, aber er ist immer wieder aufgestanden und hat etwas Neues in Angriff genommen. Seit dieser Saison arbeitet der 60-jährige St. Galler im Zirkus Royal und ist dort für das Wohl der Besucher zuständig. Dass er mal im Zirkus arbeiten darf, ist schon immer auf seiner Wunschliste gestanden. Ich bin an der Kreuzbleicher, der Burgstrasse, aufgewachsen und hier ist die Sporthalle noch nicht gestanden. Und dann sind Zürich immer dort in die Kurven bei der Bogenstrasse. Und ich bin am nicht mehr gerne in die Schule. Ich habe immer den Zirkus zugeschaut. Da ist dann schon noch ein bisschen ringer da, wieder Velofahren. Und ich habe Freude, wenn zusammenpacken tun wir gerne und aufstellen tun wir gerne. Das ist eigentlich wie im Velofahren, aber es ist ringer. Ob das der spannendste Job ist, den er in seinem Leben gemacht hat, erzählt uns der Bert Breu in ein paar Augenblicken hier in 60 Minuten. Und nachher wechseln wir auf Verdutz, wo wir diese Woche zu Gast bei Huber, Uhren und Schmuck sind. Das feiern sie das 90-Jahr-Jubiläum und TV schauen hinter die Kulissen von diesem traditionellen Familienunternehmen. Sie sehen auch die nächsten 30 Minuten, dürfen sie nicht verpassen.